dürfte hier auch mal langsam ruhig ein Ausgang kommen. Habe ich nichts dagegen. Ich glaube, bis zum nächsten Ausgang dauert wohl noch ein paar ewig lange Bildschirme. Warte, wo kann ich das denn ausstellen? Ach da, okay. So, du machst nichts, du machst alles können. Bitte. Oh, der hat auch auf den grünen wieder. Auf den großen gehen könnte ich auf den grünen. Und wieder mal heißt es abwarten. Man wird, dass ich einer vom Stamm der Abwarten bin. Geduld zahlt sich meistens aus. Ja, andere Leute, die keine Geduld haben, schmeißen ihre Controller durch die Gegend, zerstören eventuell wieder irgendwas und haben dadurch natürlich einen Verlust. Und das passiert mir nicht, weil ich bin geduldig, ich schmeiße nicht Sachen durch die Gegend. Ja, super Barret, du kannst auf dich selbst schießen. Zusehen, dass ich die Schleife von Tifa nehmen kann, damit ich die jemand anderen hier geben kann. Komm, machst du mal einen Schlag. Komm, machst du mal einen Schlag. Komm, machst du mal einen Angriff. Oder auch nicht. Barret ist mal wieder halb tot. Was denn auch sonst? Ne? So, wir haben links und rechts einen Ausgang. Wir nehmen hier mal links. Wir haben jetzt einen ganz anderen Bildschirm als vorher. Dann tun wir doch hier mal Objekt verwenden. Tränke. Zack, zack. So. Und dann. Oh, das ist eine Leiter. Und jetzt klettert er da einfach so hoch. Ich muss auch nicht steuern, oder klettert trotzdem. Jetzt kann ich wieder steuern. Und er hält an. Ach nee, doch. Ich würde schon sagen, er hält an. Und dann kann ich einfach nicht langwingen. Kabeln, jetzt hält er an, okay. Was zum Teufel ist das? Oh oh. Oh oh. Ist das eine Wetten? Ich glaube nicht. Nee, das klingt nach Shinra. Oh oh. Ja, da sind sie! Ja, sie sind also wirklich gekommen! Ja, super. Ihr habt uns bis jetzt wirklich wie den letzten Dreck behandelt. Ihr habt eine Menge meiner kostbaren Soldaten getötet. Ja! Jetzt wollen wir mal sehen, was ihr gegen Anti-Weapon-Artillerie ausrichtet. Ihr seid wertlos, aber auf meine stolze Kreation ist Verlass. Ja, sicher. Das ist jetzt ein Roboter, ja? Immer wieder verarschen. Ich werde euch die zerstörerische Kraft des stolzen Trottes zeigen. Super, ganz toll. Ein Boss mit Shinra-Musik. Scheiße. So, Feindes können. Gleich große Wache. Gucken, dass hier niemand stirbt. Sonst. Ne, gut. Dann kannst du Aufruf machen. Machen wir gleich Neo-Barmut. Gleich mit den ordentlichen hier raushauen. Du hier auch. Barmut 0. Dann kannst du auch mal einen Aufruf machen. Was hast du denn schon? Du hast Bahamut noch. Dann jagen wir den Bahamut hinterher. Wenn die ganzen anderen Bahamut-Animationen hier mal vorbei sind, das kann sich ja hier nur um Stunden handeln. So ungefähr. Ich traue mich bei dem gar nicht, Kyata einzusetzen, weil das ja ein Roboter ist. Und wer weiß, ob er sich durch diese Blitzangriffe, die Kyata macht, dann stärken tut. Abwarten und Tee trinken. Hm.
Genau, schieße ihm zwischen die Beine. Mach ich auch immer. Hat jetzt nicht wirklich mega viel Schaden gemacht, aber ja. Besser als nichts. Muss da halt nur noch interessant zu erfahren, wie viele 100.000 Lebenspunkte er denn hat. Wahrscheinlich schon so 100.000 Lebenspunkte. Kann ich mir durchaus vorstellen. Bahamut wird das Kind schon schaukeln. Oder später. Wenn seine Animation fertig ist. Die wir jetzt gar nicht so oft gesehen haben. Nein, natürlich nicht. Was ist denn das für eine Tasche? Ich meine, ist ganz gut, dass wir den haben, aber will ich schon wieder erzählen, dass man nicht jedes Mal so eine Animation braucht. So eine langatmige. Bum, bum. Ist jetzt bitte kaputt? Nein, okay. Dann nicht. So. Was hast du noch für Aufrufzauber? Du hast noch Alexander und Phönix. Ist schön. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, du kannst hier Zauber verwenden. Nee, sein bis können. Machen wir Zauberarten. Den anderen Bahamut hier, der mit der kürzesten Animation, glaube ich, von den drei Bahamuts. Und bam. Aber auch der mit dem wenigsten Schaden. Ich glaube, je länger die Animation, umso mehr Schaden macht das dann. Also zumindest habe ich so das Gefühl manchmal. Dann der olle Alexander hier, der Ali, der Alibaba. Kommt ja auch mal auf der den Roboter hier rum. Und macht ihm hoffentlich ein bisschen Schaden. Also nicht die Welt, aber ja. Dann darf er hier Zauber machen. Jetzt will ich aber Ultima sehen. Aha, ein Teil ist schon mal kaputt. Was haben wir noch? Den Feuer. Wir haben noch den Phönix. Wir haben auch noch den Odin. Und? Wow. Das ist also Ultima. Macht jetzt auch nicht den Megaschaden, aber naja. Vielleicht wird es noch besser, wenn es dann irgendwann gelevelt ist. Yeah. Mach mal hin hier. 1339 Schaden nur, das ist ja nicht gerade viel. Oh, wir müssen glaube ich die Dings nachhauen. Glaube ich, ne? Ja, müssen wir. Gut, dann Feindes können. Weißer Wind. Dann haben wir doch noch mal so einen Zauberatem raus. Und machen Komet. Ich hoffe, der hält nicht mehr so viel aus. Dann muss ich nochmal Eis 3. Nee, nee, ich bin mit dem Zauberatem wieder. Ja, das Gefühl, macht gerade weniger Schaden auf ihn. Warum auch immer. Komm, machen wir mit ihm hier Limit. Und mit ihm hier. Haben wir nochmal. Oder? Können wir das? Nee, noch nicht. Dann haben wir keinen Aufrufzauber mehr, keinen wirklich praktischen. Dann
Matra-Zauber mal. Wird nicht mega toll, aber für viel mehr haben wir keine Magiepunkte mehr. Ist natürlich schlecht. Dann braucht er hier mal ein Ether. Oh, er ist schon hinüber. Wie soll ich das verstehen? So, ihm auch mal ein Ether geben. Und ich greife ihn mal normal an. So, Inge muss hier gleich große Wache nachzaubern, sonst ist das hier eventuell ziemlich schnell hinüber. Oh oh. Jetzt haben wir gerade keine Wache mehr. Aber es macht auch nicht so viel Schaden, Gott sei Dank. So, dann Feindes können weißer Wind einmal nachcasten. Was haben wir denn noch schon? Wir haben noch ein bisschen Zauberatem, was wir ihn draufhauen können. Was macht er da? Achso, Büschelmaschinengewehr. Ich weiß nicht. Nicht unbedingt richtig süß, ne, aber halt interessant. So, dann haben wir irgendwas Tolles hier mit dem. Das Fragezeichen, das bringt uns ja irgendwie nichts. Zauber. Reichstrahl können wir mal machen. So, einmal kurz machen, dass wir sehen können, wie viel Schaden er dennoch bekommen muss. Nennt sich dann Erkennen. Es gibt ja so eine Erkennsubstanz. Das wird auch nicht mehr fehlen. Der Vincent macht ja auf Dauer auch ganz schön gut Schaden. Und ja, das hat er jetzt irgendwie nichts gebracht. Okay, nee, nicht erkennen, das bringt ja jetzt irgendwie gar nichts. Dann mach nochmal Beta. Warten wir mal kurz ab. Dann muss ja auch gleich wieder sein, dass wir die große Wache nachzuholen müssen. Und Vincent wird ja immer stärker, je länger er in dieser Form ist. Das finde ich auch faszinierend. So, hochgeheilt. Wenn Cloud gleich wieder bereit ist, darf er dann die große Wache zaubern, vermutlich. Oder auch Beryl, das geht natürlich auch. Und jetzt darf er das. Jetzt ist das nämlich wieder hinüber. Und wir brauchen wieder mehr davon. So, was können wir ihm denn noch reinhauen? Zauberatem nochmal. Zur Abwechslung. Odin, der ist ja leider bei Vincent mit drin. Sonst würde ich das da auch nochmal drauf casten. Aber das ist ja nicht immer viel. Vielleicht würde ich gerne sehen, wie viel wir noch müssen, von wie viel. Der hält echt Unmengen aus. Aber das habe ich ja auch erwartet. So, ja, doch, ja, weißer Wind kann er mal machen. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen was hier von Zauberatem. Und dann. Ich würde ja schon gerne erkennen, dann nochmal versuchen. Oh, wir haben es besiegt. Einfach mal so. Okay, Zauber plus, Alexander, Ferret, Cloud, Level up. Interessant, wir bekommen Ragnarok.
was auch immer. Nicht das! Das ist der stolze Trottel! Ja. Boah. Und es ist hinüber. Ich hoffe, Heidegger und Skalle sind mit dabei draufgegangen. Aber ich kann es halt nicht sagen. So, einmal kurz die Leute hochheilen. Und hochethern. Zack, zack. So. Tränke brauchen wir jetzt nicht so viele. So. Das haben wir. Ich hoffe, wir müssen geradeaus. Ich habe keinen Plan, wir müssen. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt, den werden wir jetzt auch verwenden. Und dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir immer noch Richtung Kanone müssen, um den alten Dr. Hoyo aufzuhalten. Ja, und bis dahin wünsche ich euch wie jedes Mal noch viel Spaß auf YouTube oder was auch immer ihr gerade macht. Und hoffe einfach mal, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis denn!